sind wir wieder zu einer neuen Folge von Die Siedler 4. Ich begrüße euch ganz herzlich mit den Trojanern zum Add-on zu einer, ja, hoffentlich sehr schönen Folge. Wir haben hier jetzt den guten alten Jäger, wo jetzt ein Bogen benötigt wird, den wir natürlich zeitnah bekommen werden von unserer schönen Waffenschmiede, wo wir, denke ich mal, auch größtenteils auf Bogenschützen gehen werden. Mal sehen. Wir müssen halt ein bisschen hoffen, ne, dass wir bald genügend Soldaten zusammenkriegen, bevor hier irgendwelche anderen Leute anmarschieren und uns wieder mal die meisten Leute hier aus der Welt prügeln. Das wäre nicht so geil. So, sieht aber erstmal bislang ganz gut aus. Wir haben Rohstoffe, wir haben nicht so viele Steine. Das ist leider ein Problem, ne? Aber wir kriegen jetzt Brot. Brot wird natürlich zur Kohlemine geliefert, aber wird ebenso natürlich zur Steinmine geliefert. Und wir haben keinen Spitzhacken mehr. Und ich glaube, wir haben auch keinen freien Bergmann mehr, ne? 1, 2, 3, 4, ja, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Spitzhacken. Oh, oh, was? Da kommt schon. Oh, das ist aber sehr früh. Moment mal. Wieso kommen die jetzt schon? Warte mal, halt. Arbeit einstellen. Na toll. Die kommen schon wieder. Ich hab's ja gesagt, ne? Die kommen bestimmt am Anfang dieser Folge. Oh, warte, was ist denn das? Oh, das sind aber sehr viele Fernkämpfer, ne? Ah, ich meine, da könnte ich mich natürlich einfach auf den Turm setzen irgendwie. Dann wäre das Ganze nicht so problematisch. Okay, was machen die da? Vielleicht holen die sich einfach nur die Träger, die hier rumstehen. Das wäre ja okay. So. Okay. Ja, die verwandeln hier die ganzen Träger, die hier drüben sind. Oh, ich muss natürlich mit den Bauarbeitern aufpassen. Nicht, dass die sich hier... ja, okay, ich wollte schon sagen. Nicht, dass sie sich hier ein paar Bauarbeiter schnappen. Okay, der Förster, der kann ja meinetwegen sich erobern lassen. Sie stehen jetzt aber echt nur hier rum, ne? Das ist wenig gut. Bleib bloß weg. Oh, da kommt jetzt ein Schmied. Der soll natürlich direkt... Oh, nein, 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 nein. Du wirst hoffentlich nicht erwischt. Oh, verdammt, jetzt rennen sie dahin. Oh, bitte bleib einfach in deinem Häusle. Oh, bitte lass dich nicht erwischen. Scheiße, ey. Ja, das ist natürlich typisch. Ja, und jetzt kommt da der nächste Schmied. Was ist denn da jetzt passiert? Die haben einfach die Rohstoffe weggezaubert, oder wie? Wie verrückt war das denn? Das war ja irre. Okay, sie gehen aber wieder. Okay, das war also nur ein kurzes Intermezzo anscheinend. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Und wir haben auch genügend freie Siedler noch. Das ist alles okay. Dann können wir das ja hier entspannt machen. Oh, hier gibt es sogar auch noch Eisen. Ach, geil. Ja, hier gibt es ja mehr als genug dann, ne? Okay, 5 Spitzhacken möchte ich gerne. Dann hier hinten noch eine weitere Goldmine. So. Und Steinmine, ja, haben wir vielleicht auch noch Platz für eine zweite. Können wir hier auch nochmal eine hinbauen. Zack. Ja, hier könnten wir auch nochmal richtig fett Kohleminen hinknallen, wenn es denn nötig wäre. Ich gehe natürlich auf besonders viele Bogenschützen. Klar. Oh, und hier kommt schon die Armee wieder mit weiteren Leuten. Heieiei. Die Typen. So, wir kriegen echt eine ganze Menge Gold mittlerweile schon. Das ist schön. Und das erste Schwert ist auch schon fertig. Ich gehe jetzt nicht auf Hauptmänner. Ich gehe einfach munter auf Schwertkämpfer und die sollen mal machen. Und ich werde auch, weil wir das hier unten so schön machen können, hier einen fetten großen Turm hinsetzen. Den wir dann nämlich mit starken Einheiten besetzen, damit, wenn das dunkle Volk hier wieder ankommt, wir zumindest hier ein bisschen was gegen machen können. So, ja, Waffenschmiede läuft jetzt so langsam voran. Wir können auch schon mal eine zweite... Ja, guck mal, wir können hier auch noch ein Eisenbergwerk hinsetzen. Funktioniert ja wunderbar. Funktioniert ja echt gut, ne? Hier ist ja alles, was wir brauchen. Und dann können wir hier noch eine weitere Eisenschmelze und eine weitere Waffenschmiede hinsetzen. Damit wir noch mehr Waffen bekommen und natürlich auch noch eine weitere Goldschmelze. Die setzen wir hier hin. So. Und dann hier oben noch eine Kohlemine. Bam. Da geht's jetzt aber richtig ab. Da geht's jetzt mal richtig los. Da können wir nämlich hier richtig schön mit den ganzen Steinen, die wir hier zusammenkriegen, unsere Siedlung hochziehen. So, ein weiteres Wohnhaus baue ich ja auch schon wieder.
Wir haben auch genügend Plätze, sodass ich auch ein weiteres Wohnhaus wieder abreißen könnte. Und wir könnten uns tatsächlich auch überlegen, dann hier eine weitere Farm hinzusetzen. Damit wir nämlich auch noch ein bisschen weiteres Brot bekommen. So. Hier ist natürlich... Ah, es ist natürlich... Nicht sehr schönes Terrain, ne? Der Platz hier ist natürlich sehr bescheiden. Es ist ja überhaupt nicht eben. Warte mal. Nee, Moment. Das machen wir anders. Die können ja das planieren. Die können uns ja das alles schön planieren. So, macht ihr mal. Planiert ihr mal bitte. Und dann machen wir hier... dann hier die Farm hin. So. Machen wir hier die Farm hin. So. Haben wir hier ein bisschen Platz geschafft. Ein bisschen Platz geschaffen, dass hier alles ein bisschen schöner planiert ist. Und dann können wir hier weitergehen mit einem weiteren Turm. Wie viele Türme haben wir noch? 3 Stück haben wir noch. Okay, dann reißen wir den mal ab. Und gehen wir hier rüber. Kommt schon wieder jemand? Ich weiß es nicht. Haben wir denn unseren Jäger jetzt schon besetzt? Warte mal, haben wir jetzt schon einen Jäger? Nee, immer noch kein Jäger. Weil die erst die ganzen Bögen hier rüber schleppen, anstatt zu sagen, ja, ich werde hier mal Jäger. Ja gut, dann halt nicht. Okay, aber anscheinend werden auch die Fische schon weggeholzt. Weggebracht. Warte mal, wo habe ich noch einen Fischer gehabt? Hier. Oh, guckt euch mal an, wie viel hier rumläuft an Hasen. Wo gibt es noch Fisch? Hier oben gibt es noch Fisch. Können wir denn hier irgendwo eine Fischhütte hinbauen? Nö, können wir natürlich nicht. Das passt hier nirgends hin. Schade. Das heißt, ich müsste dann schon einen Holzfäller hier oben hinsetzen und sagen, hier, der soll mir auch alles hier wegholzen. Ja gut, dann machen wir das halt, ne? Dann soll der das halt tun. Dann soll der halt hier Platz schaffen für einen weiteren Fischer. Dazu brauchen wir eine weitere Axt, denke ich. Die können wir... Ach nee, die haben wir sogar. Alles gut. Alles gut. Und was sagen unsere Leute? Wir haben noch 3 Hämmer frei für irgendwelche anderen Leute. So, hier, ihr beiden könnt da schon mal runtergehen. Könnt euch gleich in den Turm gesellen. Ja, und dann müssen wir nur schauen, dass hier genügend Holz und Stein zusammenkommen. Was machen eigentlich die Römer jetzt hier mittlerweile? Haben die jetzt mal ihr Wohnhaus fertiggestellt? Nee, immer noch nicht, ne? Aber es wird so langsam. Wie viele Farmen die auch einfach bauen? Wozu wollen die denn so viele Farmen haben? Die haben vor allem so immer noch so wenig Siedler, die hier hin und her tragen alles. Ja, also, wenn das so weitergeht. Ja, baut mal euer Wohnhaus fertig. Das wird euch sehr gut tun, wenn ihr das mal fertig habt. Meine Güte. Okay, und hier wird immer noch von unserem Geologen das ganze Gebiet etwas erkundet. So, was sagen sie hier? 3 Steine noch für? Haben wir so wenig Siedler wirklich? 76, ja, das ist nicht mehr so viel, ne? Da wird auch noch ein weiteres Wohnhaus ganz gut tun. Was wir direkt hier reinknallen können natürlich. Zack, bauen wir hier auch hin. Ja, die sollen wir machen. Okay. Das läuft hier so langsam. Eieiei. Ja, die breiten sich hier schon ordentlich aus, ne? Die Typen vom dunklen Volk. Wie viel haben sie eigentlich mittlerweile? 691 Krieger. Also sind ein bisschen weniger geworden, tatsächlich. Okay. So. Und jetzt haben wir schon 5 Bögen hier liegen. Also irgendwann wird sich ja wohl einer hier bereit erklären zum Jäger. Ah, okay. Ja, wir haben einen Jäger jetzt. Okay, sehr gut. Sehr schön. Einen Jäger haben wir jetzt. Das ist gut. Dann kann der sich ein bisschen um Fleisch kümmern. Wir haben nämlich bislang noch gar kein Fleisch. Und wir haben auch nicht wirklich viele Fische. Ach so, klar, weil die Arbeit von dem Fischer eingestellt ist. Hoppala. Ja gut, das ist natürlich doof von mir, ne? Aber der soll mal ruhig in Ruhe machen. Hier wird der zweite Fischer, ja, fertiggestellt. Der kann dann dort auch sich noch ein bisschen amüsieren und dann noch weiter Gold holen. Ja, und Kohle ist ja sowieso wichtiger, ne? So, was haben wir denn hier? Keine Spitzhacke rumliegen. Brauchen wir noch ein paar, würde ich sagen. Ja, ich schätze mal, wir werden noch ein paar Spitzhacken benötigen. Das war jetzt auch nicht ganz optimal hier hingestellt. Aber wird schon. So, Schmiede wird fertig. Also, dann kann ich ja theoretisch auch jetzt echt sagen, dass wir hier jetzt auch Bogenschützen haben wollen. Aber...
mein Wohnhaus wird ja noch nicht fertig. Und das sollte erstmal fertig werden. Das wäre sehr schön. Ich meine, wir haben bald genug Holz. Das geht schon so nach und nach. Also langsam, aber sicher. Oh, was passiert hier? Okay, da kommt das dunkle Volk. Macht sich schon an die Römer heran. Oh, bitte, kommt, werdet fertig mit eurem Wohnhaus hier. Ihr habt ja genug Leute, die hier hingehen, ne? Ihr müsst das halt nur hier hinschleppen und nicht irgendwo anders hin. Warum baut ihr denn hier hinten alles? Was macht ihr denn da? Aha. Also, KI ist echt nicht sonderlich schlau. KI ist echt dumm. Ah gut, kennen wir nicht anders, ne? So, also das Wohnhaus hier wird planiert. Hier wird das Ding jetzt fertig mittlerweile. Die Holzfällehütte wird planiert. Hier wird auch planiert. Sind wir bald fertig. Na gut. So, wir brauchen halt ein paar Träger, ne? Die uns hier noch die Rohstoffe von A nach B schleppen. Okay, haben wir es bald mal. Es dauert alles ewig. Ja, die kommen unaufhaltsam näher. Und wenn die so weitermachen, werden die auch die Römer einfach plattwalzen. Weil hier halt nichts passiert. Wenn da erstmal 50 Träger rauskommen, ja, dann ist schön. Dann wird halt erstmal was fertig. Aber die Bauarbeiter laufen halt hier so wild hin und her. Jetzt fangen die hier an, hier drüben noch Baumstämme hinzuschleppen, damit das Sägewerk da auch noch... Ja, also das wird doch nichts. Was machen die denn da? Vielleicht sollte ich denen einfach ein paar mehr Träger zur Verfügung stellen. Aber kann ich ja schlecht. Ich kann denen ja keine Träger geben. Was soll ich das denn machen? Achso, ich mach mal 3 Stück erstmal. Die könnten wir dann nämlich gut gebrauchen. Okay, die können dann nämlich hier erstmal in den Turm rein. Und dann auf alles schießen, was hier näher kommt. Okay, ja, guck mal, hier ist tatsächlich schon einer der dunklen Gärtner jetzt hier rüber marschiert. So. Aber ansonsten läuft das gerade noch, ne? Ist noch okay. Wir warten mal in Ruhe ab, was passiert. Ob wir gleich überrannt werden. Ich hoffe mal nicht. Okay, ein Schwert ist wieder angekommen. Und jetzt geht es los, dass hier die Rohstoffe zu den großen Wohnhäusern geliefert werden. Ah, vielleicht sollte ich erst 1 bauen nur, ne? Und nicht gleich 2. Das ist vielleicht ein bisschen doof, wenn ich gleich 2 gleichzeitig baue. Na gut, ich weiß es nicht, ne? Ich meine an sich... Doch, an sich brauche ich das ja nicht hier stehen haben, ne? So, kommt. Tragt das alles hier rüber. Tragt das alles zu dem hin. Weil hier kann ich dann nämlich immer noch überlegen, nochmal eine weitere Farm dann hinzubauen. Was ziemlich geil wäre. Ne? Das wäre ideal. Mache ich aber jetzt gerade noch nicht. Das hebe ich mir noch auf. So, die sind nur hier fertig mit Planieren. Deswegen würde ich sagen, kommt, schleppt da das Holz hin. Dass wir das Wohnhaus da fertigstellen und nicht das hier. Das wäre doch ganz schön. So, da wird auch schon jetzt gearbeitet dran. Und es kommen Ressourcen. So, warte mal. Hier haben wir jetzt einen. Dann haben wir hier noch mehr. Nee, ist bislang erst der eine geworden. Aber da kommen jetzt noch der zweite und der dritte. Dankeschön. Sind sie alle da? Oh, die kommen von hier auch? Die kommen ja... Oh Gott, die kommen ja aus allen Richtungen hier. Okay, sie kommen so langsam auf mich zu. Vor allem hier drüben. Oh. Stimmt, die kommen von hier. Oh, hoppala. Okay, ich muss also hier auch ein paar Türme reinknallen. Das ist noch viel wichtiger sogar. Ach, huch. Okay, also hier landen sie mal mit dem Manakopter. Aber hier drüben rennen sie mit ihren Soldaten lang. Oh, da kommt ja gerade der Manakopter. Natürlich. Landet der jetzt woanders? Okay, wo landet der jetzt hier? Einstellen, Arbeit einstellen, Arbeit einstellen, Arbeit einstellen. Und hier bitte auch Arbeit einstellen. So. Ja, da zaubern sie jetzt ein bisschen was weg hier. Oh, Sägewerker, Arbeit einstellen und Sägewerker, Arbeit einstellen, bitte. Okay. Ja, da werden uns jetzt ein paar Leute drauf gehen. Leider. Aber wir haben zumindest ein paar Level 3er, die hier sich, ja, ein bisschen verkaufen können. Ja, mal sehen, ob die sich wirklich gut verkaufen, ne? Ja, naja. Ich glaube, das wird schwierig. Okay.
So, wie viel könnt ihr denn von denen hier platt machen? Also, wir haben hier unsere Bogenschützen jetzt. Die kämpfen gegen die Bogenschützen. Das wird so nichts. Ah, das wird so ganz schwer. Wo laufen denn die Schamanen hier wieder lang? Ach Gott. Die Schamanen rennen hier sonst wohl lang. Okay. Ich weiß nicht, was die hier wollen. Okay. Also es sind noch ein paar Typen, die sich noch kloppen hier mit denen. Oh, jetzt können wir eigentlich hinterher. Weil der gerade das hier erledigt. Ah, meine Güte. Boah, was machen die denn hier alles krasses? Alter, diese Schamanen. Was machen die denn hier für crazy stuff? Okay. Ich sehe übrigens, hier oben sind Punkte. Weiß nicht, was da jetzt gerade abgeht. Aber ziemlich strange ist hier irgendwas. Okay, du gehst da oben hin und hier geht da auch mal oben hin. Achso, nee. Oh, warte mal. Nee, da sind noch Einheiten dabei. Da sind noch Einheiten dabei. So, warte mal. Ihr geht da hin. Und du kommst hier mal kurz hin. Und dann würde ich einfach mal sagen, machen wir hier jetzt einfach Bogenschützen. Ah, jetzt greifen die hier an. Ja, klar, machen den Turm kaputt. Na, logisch. Alter, jetzt muss ich aber hier... Wo rennen die denn ganz hin, diese Trottel? Könnt ihr mal bitte stehen bleiben? Könnt ihr mal bitte hier mich in Ruhe lassen? Alter, was machen die denn hier? Jetzt kommt mal langsam zurück hier. Alter, dieses dunkle Volk. Das macht mich echt völlig panisch. Okay, hier sind ein paar Sunnis. Und hier sind die Römer, die da rumstehen. Keine Ahnung, was die da machen. So. Hinder. Okay, das Ding haben sie kaputt gemacht. Alter, das ist aber auch echt. So, ihr könnt jetzt weitermachen. Wir sollten das hier schon in den Griff bekommen können. Aber ich brauche jetzt auch echt die Leute hier, ne? Also. So. Sind hier immer noch Schamanen? Hier, die laufen jetzt, die rennen weg, die hauen ab. Die flüchten. Ja, wir haben jetzt auch nur noch 10 Hämmer. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Okay, und was ist hier? Ach geil, mega viele Schiffe. Was sind da drauf? Oh, Einheiten. Ach geil, und ein paar Gärtner. Ach geil, hier ist doch richtig cool. Ja, sauber. Okay. Ja, dann komm mal her hier. Meine Schiffchen. Damit fahren wir doch mal glatt in unser Land und freuen uns. Und ja, das ist natürlich jetzt super fail. Okay, die machen aber hier nichts weiter. So. Kriegen wir die Schamanen noch? Ich glaube es nicht, dass wir die kriegen. Ich glaube nicht, dass wir die Schamanen noch kriegen werden. Alter, ey. Das war aber jetzt eine ganz schön heftige Nummer. Das war aber eine ganz schön heftige Nummer jetzt. Da haben sie einiges von uns platt gemacht. So. Habe ich denn genügend Leute, um... Nö, habe ich nicht. Ich kriege keine Bauarbeiter. Weil hier alles rumgeschleppt werden muss. Ja, nee, die kriegen wir nicht mehr, die dummen Schamanen da. Nee, die kriegen wir nicht mehr. Ja, dann lassen wir die in Ruhe. Dann ist es jetzt so. Dann werde ich jetzt aber auch hier alles auf Null setzen erstmal, damit hier nicht irgendwie noch weiter irgendwas ausgebildet wird. So, und dann... Ausladen. Geil. So, und erstmal hier alle Gärtner auf Null setzen, die wir hier haben. Okay. Achso, die, so, die kommen hier dann rüber, die Soldaten, ne? Ist ja auch klar. Soldaten, alle hier hin. Ihr könnt ausladen, ihr könnt hier hinfahren und... Oh Gott, das ist ja ein Chaos. Ausladen. Ja, dann wieder zurückfahren, ausladen und wieder zurückfahren. Geil, jetzt haben wir hier ein paar Mönche auch, ein paar Priester. Okay. Das sind ja richtig viele Einheiten jetzt hier, die hier kommen. Ja, cool. Ja, freut mich. So. So, dann können wir hier erstmal ein paar, haben wir erstmal ein paar Siedler wieder gewonnen. Das ist doch auch schön. Zack, die ausgeladen und hier ausgeladen. Alter, richtig viele Einheiten hier. Geil. Okay. Damit sollte sich doch was machen lassen, oder? Haben wir jetzt erstmal die Fähren hier. Warte, da steht, da ist noch einer drauf.
Hat einer nicht geschafft, runterzukommen. Okay, die können wir jetzt hier... Alter, mit denen können wir eigentlich richtig coole Sachen machen, wenn wir wollen, ne? Ja, mal sehen. So, was ist hier los? Okay, da wird die Fähre einfach attackiert. So, sollen wir hier irgendwie unsere Römer beschützen? Ja, ich würde sagen, das wäre eine sehr schlaue Idee, unsere Römer zu beschützen. Alter, 120 Mana. Ja, geil. Okay, ich möchte gerne unsere Römer beschützen. Das heißt, wir rennen mal hier hin. Mit unserer gesamten Armee, die wir hier finden. Und dann werden wir ein bisschen Kladderadatsch machen, ein bisschen Kahlschlag. So, Priester bleibt natürlich hier. Und hier kriegen wir jetzt so langsam aber sicher ein paar Soldaten, oder? Tun wir das? Ich hoffe doch sehr, dass wir so langsam aber sicher ein paar Soldaten bekommen. So, bauen wir hier hinten noch ein Wohnhaus und dann bitte erstmal 10 weitere Leute. Ah, danke schön. Ein Wohnhaus wird fertig. Oh, das tut gut. So, und dann brauchen wir eine weitere Sense. Okay. Und ich weiß nicht, was wir sonst noch brauchen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sollten die Folge beenden. Ja, das war's nämlich für heute. Und in der nächsten Folge werden wir dann ein wenig Rambazamba machen. Hohoho, ich bin schon sehr gespannt. Und werden dann denen hier, den Römern, ein bisschen Unterstützung geben. In Form von, ja, dass wir das dunkle Volk dann ein bisschen dezimieren. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.